Extrem interessant. So, hier kann man jetzt erst mal richtig stehen. Bisher ging das nur beim Kriechen oder in der Hocke. Das scheint der erste größere Raum zu sein. Es ist total komisch, in den letzten Tagen hat es wahnsinnig viel geregnet. Deswegen war ich fest der Überzeugung, dass hier Wasser drin ist. Aber nichts ist. Der Boden ist völlig ausgetrocknet. Und man sieht ganz, ganz deutlich, dass hier eigentlich Wasser lang fließen sollte. Oh Gott. Jetzt wird's echt eng. Wir sind jetzt schon ganz schön tief drin. Mal schauen, wo es noch hingeht. Es soll dann hinten irgendwann immer enger werden, sodass man dann irgendwann gar nicht mehr weiterkommt. Heilige Scheiße. Ach, das ist nichts für breiter Gebaute hier. Kommt schon mal wieder ein etwas größerer Raum. Ich warte ja nur darauf, dass hier noch eine Fledermaus durch die Höhle geschossen kommt, die irgendwie verschlafen hat oder so. Und mir voll ins Gesicht donnert. Jo, jetzt hätte ich mir richtig den Kopf eingedonnert. Aber ich habe einen Helm auf. Es ist echt anstrengend, die ganze Zeit so in der Hocke zu gehen. Oh mein Gott.
Man kann wieder stehen. Eine sehr unförmige Höhle. Jetzt wird es auch schon ein bisschen schlammig. Das heißt, ab hier kann es dann doch ein wenig feuchter werden. Also als Tipp für diese Höhle, Ausdauer und definitiv einen Helm. Und festes Schuhwerk, wasserdicht am besten. So schade es auch ist, hier ist Schluss. Da passe ich nicht mehr durch. Das ist tatsächlich diese eine Stelle da. Die Stelle da, keine Chance. Da bleibe ich stecken. Und das wollen wir nicht, aber es geht noch weiter hinter. Das heißt, wenn man sehr schmal und unter 1,70 ist, dann geht das vielleicht.